Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Frankreich. Jawohl, George Russell wartet schon auf seinen nächsten Sieg. Er startet von der 1. Punktewertung ist eigentlich schon relativ deutlich. Haben wir schon ein bisschen Vorsprung. Aber war ja zu erwarten. Mal wieder. Deswegen schauen wir jetzt, wo die Reise lang geht. Bin schon gespannt, wo wir fahren dürfen. Wir sind zurück in Le Castellet für eine weitere Runde der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Renault gewann hier ihren ersten großen Preis von Frankreich beim Einweihungsrennen im Jahr 1906, mussten dann aber sage und schreibe 73 Jahre auf ihren zweiten Erfolg warten. Sie werden sich heute mit Sicherheit ins Zeug legen, um den Fans hier wieder Grund zum Feiern zu geben. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometer zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometer. Zeit für den Grand Prix und erneut an meiner Seite ist Stefan Römer mit seiner eigenen Perspektive. Nun, lass uns über Danny Quert reden. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssten. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole und daneben steht Kevin Magnussen. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Giovinazzi, Schumacher, Max Verstappen und Gasly, Latifi, Ocon, Leclerc und Lance Stroll. Albon, Vettel, Luca Giotto und Aitken, Quert, Norris, Valtteri Bottas und Nobuharu Matsushita, Sete Kamara, Hubert, De Vries und Jordan King. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Hier sollte was passieren, können wir mit den Reifen durchfahren, das ist gut zu wissen. Dann machen wir 4 Runden. Und 16 mit Sprit. Auf geht's. Einführungsrunde. Verstappen direkt hinter uns. Latifi auf der 7. So weit waren die Williams schon lange nicht mehr vorn. Right, let's get the car up to temperature on this lap. Haben wir richtig Chancen, heute Punkte rauszuholen hier. Muss ich einfach mal so sagen. Da werden heute ganz viele Teams eher punktlos rausgehen. Auch McLaren hat heute gute Chancen, mit Max zu punkten. Wenn er von 5 da durchfahren kann bis ins Ziel. Ohne dass er zu viel Position verliert. Riese Österreich. 18 Runden Steiermark. Aber jetzt haben wir hier erstmal 13 vor uns. So, Startaufstellung.
The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Umschalten. Großer Preis von Frankreich startet und der Alpha Tauri vor uns bleibt halt fast stehen. Das war Magnussen, das ist er direkt hinter Giovinazzi und uns. Und uns hat sich das angehört, das hat jetzt geknallt. Nee. Aber Giovinazzi ist auch direkt an Magnussen vorbei. Also Magnussen beim Starter fast stehen geblieben. Der Porsche rechts rum, Giovinazzi links rum und Russell vorne weg. Gasly auch schon an Verstappen vorbei. Great first lap. Keep it up. Latifi noch siebter. Laufen gut, werden trotzdem die Hälfte, der Großteil wird nach dem Rennen gewechselt. Die anderen Teile werden erst nach Österreich gewechselt. So, Giovinazzi ist nah genug dran, dass ihm die Tür zumachen. Das war wichtig, dass wir ihm die hier gleich zumachen, die Tür. Magnussen bleibt hinten dran, genauso wie Gasly. Und George lassen wir vorne wegfahren. Dem geben wir die volle Kontrolle über das Rennen. Könnte mit einem Sieg hier wieder die Weltmeisterschaftsführung übernehmen. Und Giovinazzi hat jetzt ordentlich Zeit liegen lassen. Kann sein, dass er jetzt Magnussen angreift. Weil unser Manöver zwar echt risky war, aber ich musste ihm die Tür zumachen. An der Stelle an uns vorbeigeht, ist nicht schlecht für uns aus. Das reicht ihm. Dachte ich, fahre die Kurve ein bisschen weiter außen an. Das würde mir reichen. Falsch. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. Giovinazzi rutscht durch. Anschluss halten können. A new strategy is available on the MFD. Okay, copy that. Sind jetzt bei fast 30% und 30% ist das, wenn die Reifen wirklich schlecht werden. Box, Box, we're coming in this lap.
da zwei gelbe Reifen, die nicht gelb sein sollten. Sie hat da ganz schön Tempo drauf. Also die Alphas und die Alpha Tauris. Die Alphas sind zwei andere Autos. Die fällt eher hinterherfahren. Verstappen weiterhin auf 6. 7 Latifi, 8 ist dann Stroll und Magnussen kommt wieder. Müssen wir mal probieren. Problem mit. Versucht. Ich hätte reinkommen müssen. Bin draußen geblieben jetzt vor lauter Duellfahren. Man merkt, dass die Reifen schlechter werden. Und ich mag das jetzt plötzlich gehörig mehr drückt. Komm. Ist gehörig schneller unterwegs. Kann den Windschatten da kaum nutzen. Gut von links nach rechts fahren. Our gap to the car in front is 3.3 seconds. Man merkt halt wieder, dass Giovinazzi eigentlich der erste Fahrer sein sollte bei AlphaTauri. Magnussen zwar meistens im Qualifying besser als der Italiener, aber spätestens im Rennen dann kann die nur 99 einpacken. Oh, fahren wir fast schon geradeaus aus Versehen. Gasly hinter mir. Giovinazzi in der Box vor mir. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Go, go, go. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ein bisschen weit hintergefallen. Giovinazzi noch vor uns, 2,7 Sekunden. Hat ein bisschen verloren, weil ich glaube ich auf uns warten musste. Ja, der hat einen besseren Motor hier. Die 2 Sekunden hinter uns. George is coming in for his stop. Verwundert, wenn wir jetzt zu Giovinazzi aufholen sollten. Auf den Reifen. Magnussen kommen wieder vorbei.
deutlich noch dazu. Verstappen hat ordentlich verloren. Latifi darf er jetzt auf 6. Und das ist schon ein herausragendes Ergebnis, muss ich jetzt schon mal so sagen an der Stelle. Also das ist nicht irgendwie von der Hand zu weisen, dass dann Williams auf Platz 6 fährt. 8 und 9 sind die beiden McLaren sind Vettel und Verstappen. Wenn mir doch mal das eine McLaren noch in den Boxen ist. Ich glaube, das wird hart wieder raus. Was ist hinter hier? Problem mit dem Grip. Magnussen kommt wieder ran an uns. The gap to the car ahead is 3.3 seconds. Wir hoffen, dass Latifi irgendwie schafft, den sechsten Platz zu halten. Würde ich ihm gönnen. Das wären 8 Punkte für Williams. Das ist nicht von der Hand zu weisen, das sind viele Punkte. We're trailing our teammate by 9.2 seconds. Ja, wir müssen aufpassen, der hat uns halt hier letztes Jahr schon mal abgeschossen in der Aufnahme, die dann aber nicht veröffentlicht wurde, weil ich das nicht fair fand. Hat damit überhaupt keine Strafe dafür bekommen, obwohl er uns einfach wegräumt. Magnussen scheint einen ähnlich schlechten Motor drin zu haben wie wir. Wenn ich mir das unten so anschaue, sollte McLaren, Red Bull und Williams so weiterfahren, würde mich das sehr freuen, dieses Rennen heute. So, Red Bull ist jetzt vorbei an Williams. Ocon oder Albon jetzt auf 6. Und ich bin nur noch 7. Let's use overtake and burn some of this energy. There's 5 laps of fuel remaining. Gut raus. Jetzt kommt der Alpha Tauri auf die Gerade. Die Honda-Motor sind ein bisschen unterschiedlich. Zum Mercedes-Motor. Mercedes hat wahrscheinlich davon Beschleunigung, Honda anscheinend mit mehr Tempo. Power from the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear.
Sollten sich Magnussen und Schumacher hier abschießen, würden sie Gasly beim Heim-Grand Prix relativ glücklich machen. Drei Runden noch. Gap to car in front is 5.5 seconds. Oh. Das war schlecht. Oh, gut geregelt. Hingekriegt, dass wir Magnussen dahinter uns drücken. Läuft gerade ganz gut. Sprit sollte auch ausreichen. Magnussen kommt jetzt noch mal auf eine Sekunde ran. Weiß nicht, ob ihm das reicht. Latifi fällt auf die 8 zurück und jetzt muss er aufpassen, dass er nicht noch weiter durchgereicht wird in den letzten zwei Runden. Sondern dass er die Punkte auch nach Hause bringt. Ach, da ist er noch so 9, 10 und 11 hängen direkt hinten dran. Fiat aktuell 11. Platz im Rennen. Okay, gap ahead is 6.4 seconds. Ja, Giovinazzi kriegen wir noch nicht, den können wir vorne wegfahren lassen. Russell holt sich seine 11 Punkte, somit hat er 8 Punkte Vorsprung auf uns, wenn wir nach Österreich kommen. Muss man ihn auch lassen. Dann würde von uns jetzt in der letzten Runde wahrscheinlich nochmal mit Kevin Magnussen duellieren. This is your final lap. Final lap of the race. Shot ist raus. Die Zählescheibe war noch aus. Schön brav in der 12. Runde. Ne, Magnussen sollte es nicht mehr schaffen. Gasly kommt jetzt noch ein bisschen ran an ihn. Sollte aber nicht reichen. Und Latifi ist nur noch 9. Is moving to mix 2, fuel to mix 2. Sind beide dran, da ist auch Gasly mit dran. The track is clear. Green flag. Gut rausbeschleunigt und das reicht uns dann für den 3. Platz.
Können wir zufrieden sein mit. Yes, that's a podium. Excellent drive. The team have worked especially hard this weekend and this is a fantastic reward. Wieder mal ein fantastischer großer Preis von Frankreich. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Kevin wird nicht happy sein. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Für George ist es wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Nach zwei Durchhängern in Kanada und China. Wobei China nicht wirklich ein Durchhänger war, der hätte eigentlich noch gewinnen können. Vier Rennen, viermal Porsche ganz vorne. Nice. Good job. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Es gibt definitiv mehrere Kandidaten, aber ich denke, dass George Russell auf jeden Fall herausstach. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, das sicher auch den Fans gefallen hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sehr schön. 7 und 10 McLaren. 7 Punkte. Williams 2 Punkte. Respekt an Nicolas Latifi. Red Bull holt sich Platz 6 und Platz 8. Das drittstärkste Team im Feld eigentlich von Wertung von der F&E her. Ist nicht schlecht. Gehen wir kurz auf die Highlights. Also, herausstechen tut er auf jeden Fall dieser Katastrophenstart von Kevin Magnussen. Das war ja ganz finster, was er da gemacht hat. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Aber das ging ja mal gar nicht. Das ging ja mal wortwörtlich überhaupt nicht. Da waren ja Schumacher und Giovinazzi an Magnussen vorbei. Da wusste Magnussen noch nicht mal, welchen Tag wir haben. Hier, zack, vorbei, das war's. Gut, der Rest des Rennens war okay. Schauen wir noch ganz unten, Hubert von 20 auf 14, Giotto ausgeschieden. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Von 10 auf 18, 18 auf 17 ist irgendwas passiert. Naja, Kollision, 5 Sekunden Zeitstrafe, eine Position aufgeholt, abgesetzt, eine Position aufgeholt. Ah. Ah, wissen wir schon. So, Rangliste. Wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung für George Russell auf uns. Giovinazzi 37 Punkte hinter Russell. Magnussen schon 41 Punkte hinter 44, dann dahinter Gasly. Und dann gucken wir erstmal lang gar nichts mehr. Bevor Bottas, Albon, Leclerc, Ocon, Stroll, Verstappen, Giotto, Kwiat, Norris, Latifi und Vettel kommen. Und Williams hat 2 Punkte, ist somit aktuell auf Platz 9 relativ sicher. Genau, ich bedanke mich für's Zuschauen. Dann gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü und dann steht sowieso schon in Österreich an. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Die Rennergebnisse haben Sie die Führung in der Meisterschaft gekostet. Holen Sie sich die Führung zurück? Werden Sie heute Abend mit Ihrem Teamkollegen seinen hart verdienten Sieg feiern? Definitiv.
Teamkollege steht heute auf dem Podium. Das ist ein gutes Ergebnis für das Team, nicht wahr? Was war heute das Erfolgsgeheimnis Ihres Teamkollegen? Danke für den Kommentar. So, dann danke ich fürs Zuschauen, sagt Ciao und Ciao. Wir sehen uns dann zum nächsten Grand Prix in Österreich wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao und Ciao.